zusammen. In diesem Video möchte ich über meine Tipps für euch sprechen, was das Thema Hausarbeiten, erste Hausarbeit, vielleicht auch die zweite, vielleicht auch schon die dritte Hausarbeit betrifft. Ich denke, ich habe da schon einige Höhen und Tiefen durchgelebt und auch meine Strategie abwechselnd mal geändert und habe am Schluss feststellen können, was für mich der beste Weg ist. Heißt natürlich auch wieder nicht, dass es für alle von euch eventuell der beste Weg ist, um erfolgreich an Hausarbeit zu bestehen. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass es nicht garantiert, dass eine Hausarbeit erfolgreich besteht. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass es nicht das Ende der Welt ist, wenn es mal nicht klappt. Ich selber bin auch durch eine Hausarbeit durchgefallen. In dem Moment ist natürlich so ein Stück Endpunkt da, wo man sich denkt, was soll ich jetzt machen? Ich muss das alles nochmal machen im nächsten Semester, ich falle eventuell zurück. Ich selber habe es dann so gemacht, als ich durchgefallen bin, dass ich mir im nächsten Semester ein bisschen mehr Arbeit gemacht habe. Das heißt, es wurden dann 2 Hausarbeiten im Semester. Ist nicht Pflicht, man kann sich auch einfach sagen, man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit und wiederholt sie im nächsten Semester. Ich wollte aber auf jeden Fall dranbleiben, deswegen hatte ich einfach im nächsten Semester mehr zu tun. Am Anfang wirkt das so wie eine Arbeiterunmöglichkeit. Ist nicht jedermanns Sache, aber mir war es einfach wichtig, dass ich in der Regel Studienzeit bleibe. Auf jeden Fall, ob ihr jetzt ein Semester mehr oder weniger studiert und mal durchgefallen seid, ist überhaupt kein Problem. Und es wird auch nicht euch definieren als schlechten Juristen. Ich selber muss zugeben, dass am Anfang war die Note schockierend, wenn man mal 3 Punkte draufstehen hat. Aber das heißt nicht, dass man in der nächsten Hausarbeit nicht doppelstellig schreibt. Ich habe sogar 2 meiner alten Hausarbeiten rausgekramt. Und ihr seht bereits als ersten Tipp, was ich euch immer auf dem Weg mitgeben möchte: Lasst eure Hausarbeiten am Ende binden. Gebt sie nicht unbedingt nur so als Hefte ab. Ich weiß, es ist nur eine äußerliche Form. Und eine äußerliche Form macht letztendlich nicht aus, wie gut oder schlecht eine Note sein sollte. Aber es ist trotzdem so ein erster Eindruck. Und wir wissen, alle erste Eindrücke sind nicht unbedingt unerheblich. Deswegen habe ich immer dafür gesorgt, dass ich es im Ringbuch in so einem Copyshop habe binden lassen. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Kostet auch nicht viel. Ich denke, ich habe mit Druck und Binden oft nicht mehr als 6 oder 5 Euro gezahlt. Und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wir starten am besten mit ein paar Formalien. Was für einen Zeilenabstand, wie groß einzelne Wörter voneinander zu trennen sind oder wie groß der Rand sein soll, oben, unten, Seitenzahlen. Das wird meistens von der Uni vorgegeben. Meistens ist es so, dass links oder rechts ein sehr, sehr großer Abstand sein sollte, ein sehr großer Rand, weil dort die Kommentierung des Korrektors drauf sollen und damit es einfach besser zu lesen ist und nicht von links nach rechts voll beschrieben wird. Zeilenabstände sind meistens 1,5, jedenfalls war das bei uns an der Universität Freiburg immer so. Und sonst gab es eigentlich relativ wenig Vorgaben. Zu Beginn meiner Studienzeit war es noch so, dass Seitenzahlen angegeben wurden, also das heißt maximal 20 bis 25 Seiten. Also das war wirklich eine feste Zahl da, 20 war meistens, denke ich, bei den Anfängerhausarbeiten so das Typische. Später war es dann so, auch wie in der Seminararbeit, dass Ziffern angegeben wurden. Wie viele Ziffern ohne oder mit Zwischenraum erlaubt waren. Ich denke, das ist auch besser, weil man sonst als Student immer dazu geneigt ist, bis nach unten hin den letzten Millimeter voll zu drucken, und das ist irgendwie auch nicht so sonderlich schön. Was ich denke, was für die Formalie recht wichtig sein wird, um auch einen ersten guten Eindruck zu machen, ist, dass es erstmal so ein Deckblatt gibt und man nicht gleich irgendwie mit der Tür ins Haus fällt. Da sollte natürlich draufstehen, was für eine Hausarbeit es ist, bei welchem Professor, in welchem Semester. Und rechts oben habe ich es jedenfalls immer so gemacht, könnt ihr natürlich auch anders machen. Der Name von euch, eure Anschrift, Matrikelnummer, welche Semesteranzahl. Müsst ihr natürlich nicht, aber können sie meistens aus der Matrikelnummer entnehmen. Und dann, wenn man auf die erste oder zweite Seite jetzt in dem Fall kommt, ist da kurz das Inhaltsverzeichnis. Im Inhaltsverzeichnis finden sich also Sachverhalt. Meistens ist es schon Pflicht, dass der Sachverhalt nochmal abgetippt wird. Ist eigentlich nur eine Fleißarbeit, manchmal ein bisschen doof. Also findet man in den ersten paar Seiten den Sachverhalt, den ihr ausgedruckt bekommt oder online zur Verfügung gestellt. Literaturverzeichnis, da werde ich später noch was zu sagen. Gliederung und dann das eigentliche Gutachten, woraus die Hausarbeit letztendlich besteht. Ich denke, zum Sachverhalt muss ich nicht viel sagen, der ist einfach ausgeteilt und da finden sich dann die Probleme, die ihr erörtern müsst oder erörtern solltet. Und abschließend ist der Sachverhalt dann immer so formuliert, dass ihr meistens ein Gutachten verfassen müsst oder die Strafbarkeit von einer Person prüfen sollt. Und das heißt letztendlich, macht alles,
alles, was ihr findet, alles, was ihr denkt, was relevant sein sollte, sollte geprüft werden. Manchmal sind auch Ausnahmen, wie Betäubungsmittelgesetz ist nicht zu prüfen, findet man oft im Strafrecht. Besonders im ganz normalen Studium ist ja das BTM-Gesetz nicht oft relevant. Dann kommen wir zum Literaturverzeichnis. Literaturverzeichnis könnt ihr aufbauen, wie ihr wollt. Ich wollte da nur besonders darauf hinweisen, dass ich es immer recht schwierig fand, am Ende der Hausarbeit das Literaturverzeichnis zusammenzustellen. War aber oftmals bei mir so, weil man ist ja so im Schreiben drin, bei der ersten Hausarbeit mit dem Problemsuchen, mit dem erstes Gutachten oder zweites Gutachten, wie baue ich den Obersatz auf, Subsumption, dass man meistens nur Kommentare sich schnell zusammensucht in der Bibliothek, das in der Bibliothek alles abtippt und sie dann schnell wieder zurückbringt. Und am Ende des Semesters müsst ihr dann versuchen, all die Bücher, die ihr benutzt habt, wieder zusammenzusammeln, weil ihr aufschreiben sollt, nicht nur wie das Buch heißt, sondern auch welche Autoren dort drin fortkamen, welche Auflage und welches Jahr das Erscheinungsjahr war. Und das kann echt mühsam sein am Ende und ist eigentlich völlig umsonst. Deswegen empfehle ich euch gleich am Anfang, wenn ihr anfangt, auch wenn es manchmal unnötig wirkt, jedes Buch, was ihr benutzt und wo ihr ein Zitat von entnehmt oder einen kurzen Hinweis macht in der Fußnote, dann solltet ihr das Buch sofort entweder parallel in ein anderes Dokument in euer Literaturverzeichnis einfügen, damit ihr schon alle wichtigen Daten dort habt, oder ihr schreibt es auf ein handgeschriebenes Blatt. Das überlasse ich euch, also das könnt ihr machen, wie ihr es am besten findet. Auf jeden Fall gleich am Anfang, wenn ihr mit der Hausarbeit beginnt, Literaturverzeichnis anlegen. Dann kommen wir zur Gliederung und eigentlich der erste Schritt, wenn man so eine Hausarbeit bekommt. Heißt nicht Gliederung gleich hier in Papierform, also in Druckform auf dem PC, sondern Gliederung auch im Kopf. Ihr kriegt die Hausarbeit, ihr habt 4 bis 6 Wochen Zeit, um die Hausarbeit zu schreiben. Und bei vielen kommt dann meistens schon Panik auf, wenn sie dann sehen, wie groß der Sachverhalt ist, wie viele Probleme sich da stellen, vielleicht noch eine Abwandlung drin ist. Das ist eigentlich bei jedem Fach gleich. Diese Überwältigung des Sachverhalts und diese ganzen Probleme. Deswegen immer ganz ruhig bleiben und den Sachverhalt ordentlich lesen. Ich bin jemand, der dann gleich schon so ein Bildchen malt, also so ein Schaubild erstellt, besonders im Zivilrecht und im Strafrecht, damit ich mir das wirklich bildlich vorstellen kann und am Anfang keine falschen Eindrücke entstehen. Also wenn man gleich am Anfang schon einen Buchstaben, also eine Person falsch einordnet, dass die irgendwo anders steht, zum Beispiel im Strafrecht, oder dass eine Behörde im öffentlichen Recht irgendwas anderes gesagt hat oder zur falschen Behörde, dann prägt sich das so schnell ein, dass man am Ende eventuell nicht mehr auf den richtigen Pfad zurückgelangt. Deswegen in Ruhe lesen und euch wirklich mal den Sachverhalt verinnerlichen, auf einen wirken lassen. Ich weiß, im ersten Augenblick kommen einem schon 100 Wörter wie: Was ist irrtümlich beim Strafrecht? Und schon denkt man, oh mein Gott, das sind die ganzen Irrtümer und wie soll ich das je packen? Ganz ruhig lesen. Und dann mal nur aus dem Kopf heraus so eine Gliederung machen. Muss nicht ausführlich sein, sondern nehmt euch wirklich ein Blatt zur Hand. Wenn ihr in der Anfängerklausur in der wirklich allerersten sitzt, dann wird es eher nicht viel sein, was ihr dort aufschreibt, weil ihr eventuell gar nicht so viel mitbekommen habt. Glaubt mir, am Anfang, als ich die erste Strafrechtsklausur geschrieben habe, das war meine erste Hausarbeit, da wusste ich wirklich nicht viel über Strafrecht. Auch trotz, dass ich eigentlich ein Semester schon studiert hatte, weiß man oft nicht wirklich viel. Und das war bei mir auch so, besonders weil im ersten Semester in der Universität Freiburg schreibt man noch keine Klausuren, die wirklich rechtlich bezogen sind, sondern eher wie Rechtsgeschichte, Psychologie und sowas. Und deswegen war das wirklich das erste Mal Gutachtenstil. Nicht überwältigt sein, sondern einfach mal ein Buch kaufen zu dem Thema, wie ein Strafrechtsanfängerbuch, Anfängerklausurenbuch und ein Skript, würde ich echt empfehlen. Wenn ihr euch dann eine erste Gliederung gemacht habt, ist es immer zu empfehlen, dass man sich auch mit anderen zusammensetzt und Gedanken austauscht. Ist aber nicht das Wichtigste und nicht unbedingt muss. Ich habe die meisten Hausarbeiten ganz alleine geschrieben. Ich denke, am Anfang hätte es mir vielleicht diese Enttäuschung erspart, wenn ich mit anderen geschrieben hätte. Aber ich muss auch sagen, dass ich viel daraus gelernt habe, wie es ist, wenn man selbst alleine schreibt. Und man ist wirklich auf sich gestellt. Und das ist letztendlich ja im Arbeitsleben auch so. Also ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Aber es kann sehr hilfreich sein, besonders die erste Hausarbeit nicht alleine zu schreiben. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig bei den ersten Hausarbeiten, dass ihr den Gutachtenstil beherrscht. Das ist so ein bisschen eins der wichtigsten Punkte, die geprüft werden mit der ersten Hausarbeit. Natürlich darüber hinaus noch ganz, ganz, ganz viel Stoff. Aber die Hausarbeit soll vor allem zeigen,
ob ihr diese ganze Systematik der Juristerei beherrscht. Also, dass ein Obersatz gegründet wird, also kann unterschiedlich sein im Strafrecht und danach eine Definition erfolgt zu einem Wort, zu einer Behauptung und letztendlich der Sachverhalt unter dieser Definition sauber subsumiert wird. Dieses ganze Vermischen untereinander ist auf jeden Fall ein großes No-Go und wenn der Gutachtenstil nicht beherrscht wird, ist es meistens schon so ein bisschen so ein Durchfallkriterium, egal wie viele Punkte ihr sonst sammelt. Im Zivilrecht ist ein weiterer Punkt, auf den ihr achten müsst, besonders in der ersten Hausarbeit, dass ihr das Abstraktionsprinzip nicht unterlauft. Also, dass ihr wirklich wisst, was das Abstraktionsprinzip ist und dass ihr den gesamten Gutachtenstil beherrscht mit Verbindung zu diesem Abstraktionsprinzip. Für diejenigen von euch, die vielleicht noch kein Zivilrecht hatten, keine Panik, das wird auch in jedem Lehrbuch genau erklärt, also müsst ihr da wirklich euch keine Sorgen machen. Das sind auf jeden Fall ein paar Probleme, auf die ihr achten solltet. Gutachtenstil, wenn es insgesamt darum geht, ein Gutachten zu erstellen, sei es im öffentlichen Recht, im Zivilrecht und im Strafrecht. Und im Zivilrecht vor allem das Abstraktionsprinzip. Ich habe schon ein paar Hausarbeiten selbst miterlebt, also nicht bei mir, sondern bei Freunden, die aufgrund des Nichtbeherrschens des Abstraktionsprinzips und durch eine Hausarbeit gefallen sind. Trotzdem werdet ihr jetzt noch denken, erste Hausarbeit steht trotzdem noch vor mir und das sind zwar alles Probleme, die ich eventuell mit dem Buch beherrschen kann. Ganz, ganz wichtig, kauft euch ein Buch und kauft euch nicht unbedingt so ein Lehrbuch wie ein ganz, ganz abstrakt geschriebenes. Also ich fand zum Beispiel den Wessels-Bolke, den kennen wahrscheinlich alle von euch, die schon mit Jura angefangen haben im Strafrecht, fand ich persönlich gar nicht so gut. War bei uns das Nonplusultra, jeder hatte den, aber für mich war er nicht perfekt. Und deswegen schaut einfach mal in der Bibliothek nach, was für euch als Anfängerbuch wirklich geeignet ist. Und in diesen Sachbüchern wie Wessels-Bolke, Strafrecht.at stehen zwar sehr viel wissensreiche Sachen drin, aber wie man ein Gutachten aufbaut, das ist wieder was anderes. Deswegen kauft euch dazu extra noch ein Skript und Fallbücher. In den Fallbüchern ist es zwar relativ kurz gehalten, also 2 Seiten und ihr braucht ja eine 20-seitige Hausarbeit, aber ihr kriegt so ein bisschen den Sinn dafür, wie man so eine Hausarbeit aufbaut. Wenn ihr jetzt auf der Suche seid nach den Problemen und wie ihr sie am besten löst, immer im Hinterkopf behalten, die Hausarbeit wird so konstruiert, dass rein theoretisch, auch wenn nur der liebe Gott 18 Punkte bekommt, man 18 Punkte sammeln kann. Das heißt, es müssen rein theoretisch auch mindestens 18 Probleme drin sein. Meistens sind es mehr, weil man kriegt ja nicht für jedes Problem einen Punkt, sondern eher so, dass die leichteren, kleineren Probleme geben dann mal 0,5 Punkte und die größeren Probleme vielleicht auch mal 2, wenn sie gut dargestellt wurden. Und insgesamt solltet ihr auf 18 Punkte kommen. Das heißt, ihr müsst im Hinterkopf behalten, so viele Probleme müsste es rein theoretisch ungefähr geben. Natürlich ist es trotzdem so, dass es 2, 3 Hauptprobleme gibt. Die sind sehr groß, aber die werden auch die meisten finden. Das heißt, nicht nur auf diese stürzen und alles andere drumherum vergessen, sondern immer diesen typischen Satz Probleme schaffen und nicht einfach wegschaffen. Wirklich gucken, dass ihr dieses Problembewusstsein vor allem in der Hausarbeit entwickelt. Wobei es trotzdem wichtig ist, dass ihr nicht bei kleinen Problemen groß ausartet. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Man ist sehr geneigt dazu zu denken, Gott, ich habe 4 Wochen Zeit, ich habe jetzt hier ein Problem gefunden, das muss ich ausführlich recherchieren. Es kann auch sein, dass es völlig ein kleines Minimalproblem ist, was ihr relativ schnell abgehandelt haben solltet. Und da ist es wirklich, ich würde schon fast sagen, schlimm, wenn man es zu sehr aufbauscht. Und da werden dann auch Punkte abgezogen, weil man Problembewusstsein nicht beherrscht, weil man es nicht hat, wenn man einen Nebenkriegsschauplatz viel zu groß aufbaut. Wenn ihr dabei seid, diese ganzen Hauptprobleme zu finden, fand ich immer, jedenfalls habe ich das durch die ganzen Hausarbeiten gelernt, gut zu wissen, dass diese Probleme sind eigentlich nicht, die Hauptprobleme zumindest, nicht solche, die schon 120.000 Mal durch die Bücher gingen, durch die Kommentare, sondern die Hauptprobleme, also die Probleme, die wirklich Punkte absahnen können, das sind die Probleme, die relativ neu sind. Muss nicht immer so sein, es gibt auch Hausarbeiten, wo ganz klassische Probleme drankommen, aber die Hausarbeiten, die ich meistens geschrieben hatte, waren so, dass die richtig wertvollen Probleme, die waren relativ neue Rechtsprechung. Und da komme ich auch schon zu meinem nächsten Tipp. Wenn ihr abends mal Zeit habt und die Hausarbeit irgendwie
noch im Aufbau ist, aber ihr noch nicht ganz sicher seid, ob ihr alles habt und so, schaut euch ruhig mal ein paar Zeitschriften an. Müsst sie nicht kaufen, könnt ihr auch in der Bibliothek haben. Aber Zeitschriften sind ein sehr, sehr wichtiger Teil für die Hausarbeit. Jedenfalls war das bei mir immer so. Ich habe euch jetzt zweimal zum Zeigen einfach nur gebracht. Ich muss sagen, dass ich am Anfang Zeitschriften sehr unterschätzt hatte. Für mich Zeitschriften auch so ein bisschen ein Buch mit 7 Siegeln war. Ich wusste nicht, wo die Hälfte stand. Es gibt ja ganz, ganz viele im Juristendasein. Schaut euch wirklich gut an, wo alle Bücher stehen und nehmt es nicht als Ausrede, dass ihr nicht wisst, wo sie stehen, um die dann nicht nachzuschlagen. Weil es könnte sein, dass euer Problem genau in einer dieser Zeitschriften steht, weil die Zeitschriften sehr, sehr aktuell sind. Einerseits haben wir hier die Jus. Das ist juristische Schulung. Das ist eine Zeitschrift, die ich immer sehr gut fand, auch besonders als Student, weil eben auch Klausuren drin stehen, Examensklausuren und darüber hinaus noch Artikel über juristische Themen. Das Gute auch an der JUS ist, sie erscheint nur einmal im Monat, ist etwas komprimierter, das heißt nicht so, so viel Stoff reingepackt. Das Nonplusultra dagegen ist natürlich die NJW, Neue Juristische Wochenzeitschrift. Die erscheint einmal die Woche. Also abonnieren wäre schon sehr, sehr krass viel. Ich selber habe eine Zeit lang sogar die Jus abonniert gehabt, besonders vorm Staatsexamen. Aber abonnieren müsst ihr keine. Ihr kriegt sie ja auch zur Verfügung gestellt in der Bibliothek. Aber wenn es darum geht, besonders Probleme darzustellen, möglichst schnell nach der Rechtsprechung, dann ist die NJW natürlich die schnellste, weil sie wöchentlich neue Zeitschriften rausbringt. Ein ganz wichtiger Tipp, den ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, besonders für diejenigen, die noch nicht so viele Hausarbeiten geschrieben haben. Es gibt so eine Sprichwortart oder was man bei den Juristen oft sagt, jedenfalls in Freiburg ganz, ganz oft, ist die sehr bekannte, nicht herrschende Meinung oder andere Meinung, sondern die Seminarmeinung, hieß es bei uns immer, vielleicht auch Bibliotheksmeinung. Das ist eine Meinung, die sich eventuell bildet zu einer Hausarbeit in der Bibliothek unter den Studenten. Und die Meinung wird immer mehr verfestigt, indem eben so eine Flüsterpost entsteht und man selbst denkt, oh mein Gott, das habe ich vielleicht noch nicht oder da habe ich keinen Schwerpunkt drauf gesetzt, vielleicht muss ich das mehr recherchieren. Nein, achtet da auch ein bisschen sehr auf euch und nicht nur auf die anderen. Es kann sein, dass es mal richtig ist, aber eine Seminarmeinung kann sich auch als falsch rausstellen und wenn eventuell der Umschwung dann kommt, den kriegt ihr vielleicht nicht mit und dann habt ihr das trotzdem in der Hausarbeit stehen. Abschließend kann ich euch nur sagen, bauscht nebensächliche Sachen nicht zu sehr auf, wenn ihr bei der Hausarbeit dran seid. Ihr müsst immer dran denken, da sitzen jetzt 200 Leute vielleicht an dieser Hausarbeit und die wird von einem Korrektor angeguckt, der kriegt zwischen 10 und 15 Euro für diese Hausarbeit, der sucht sich wichtige Schlagwörter. Der kann sich natürlich nicht 300 Hausarbeiten durchlesen, es wird natürlich verteilt auf verschiedene Korrektoren, aber die sind völlig überfordert, weil die haben 50 Mal dieselben Sachverhalt und versuchen, die voneinander abzugrenzen. Das heißt, die Definition zu Wegnahme hat dieser Mensch schon 110 Mal gelesen. Ihr müsst ihn trotzdem bringen, aber ihr müsst ihn möglichst kurz bringen. Die Definition, die jeder kann, die Probleme, die jeder finden wird, möglichst kurz abhandeln. Dafür gibt es auch sehr, sehr wenig Punkte, wohingegen die Punkte, die schwer sind, wo ihr vielleicht selber ein bisschen Angst habt und zurückzieht und denkt, ah, vielleicht mache ich das lieber ganz kurz, weil ich gar nicht weiß, ob es so wichtig ist. Traut euch da lieber ein bisschen mehr. Steckt euer Herzblut in die Probleme, wo ihr denkt, die findet nicht jeder. Da bin ich selbst ein bisschen überfordert. Argumentiert da schön sauber, weil das sind die Probleme, wo ihr Leute begeistern könnt, wo ihr Korrekturen wirklich zeigen könnt, ich weiß was, was nicht jeder weiß. Und das sind letztendlich die Probleme, die euch die ganzen Punkte geben und die aus einer 3-Punkte-Hausarbeit vielleicht eine 7-Punkte-Hausarbeit machen oder sogar eine doppelstellige Hausarbeit. Das ist ganz, ganz wichtig, besonders am Anfang zu wissen, weil man ganz, ganz viel schreiben möchte. Am Ende hat man irgendwie 50 Seiten geschrieben und denkt sich, wie soll ich das jemals kürzen auf 20 Seiten? Es geht immer und sonst ist einfach zu viel unnötiges Zeug drin. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen damit helfen. Es gibt keine allgemeine Lösung zu, wie erstelle ich die perfekte Hausarbeit. Jeder musste auch ein bisschen selbst seinen Weg finden, aber das waren so Punkte, die für mich im Nachhinein sehr wichtig sind. Und die ich euch auch immer, immer ans Herz lege. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.